Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Reading hier auf YouTube. Ja, wie der Titel schon verrät, geht es heute um Botschaften von deiner Seele. Und ihr habt hier drei Möglichkeiten zur Auswahl. Die Anfangszeiten findet ihr unter dem Video in der Infobox. Hier seht ihr schon einige Karten liegen. Ich werde gleich zusätzlich noch das Tarot befragen. Es wird einige Charms geben. Und ja, ich habe gearbeitet mit dem schamanischen Seelenorakel. Und mit dem Magie der Erde-Orakel, um ein bisschen die erdige Energie einzufangen. Und ja, vorweg für diejenigen, die ein bisschen mehr Zeit haben, vielen, vielen Dank für eure lieben Kommentare, für eure Spenden, für eure Abonnements und für euer Interesse am Kanal. Ich weiß das sehr zu schätzen und möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ihr seid einfach der Knaller. Ja, ich freue mich sehr auf dieses Reading und hoffe, wir haben hier interessante und hilfreiche Botschaften dabei. Ihr könnt hier Personen belegen, Themen, folgt da ganz eurer Intuition, wie immer. Ich beginne gleich mit dem linken Stapel. Und ja, ich freue mich auf euch und wir sehen uns in eurem Reading. Bis gleich! Ihr Lieben, wenn ihr euch für den ersten Stapel entschieden habt und diesen ungeschliffenen Bergkristall, dann sind die folgenden Botschaften für euch. Und da kommt als erstes zu euch aus dem Magie der Erde Orakel die Karte Nebel verschleiert und zusätzlich aus dem Seelenorakel die Nummer 53, die Sonne. Und ihr seht schon, hier in der Karte links ist die Sonne auch schon dabei, durch die Nebeldecke durchzubrechen. Und wenn ihr euch eure Situation bildlich vorstellen wollt, dann ist diese Szenerie ja genau das, was gerade vorgeht in eurem Leben. Und zwar bringt ihr hier Licht und Klarheit in eine Situation, die bisher irgendwie verschleiert war, vernebelt war. Und das kann jeden Lebensbereich betreffen. Also es kann hier um Beruf gehen, um Liebe und Beziehungen, aber auch um eure Vergangenheit, um eure persönliche Entwicklung, um eure spirituelle Entwicklung. Also ihr seid hier dabei, sozusagen Licht ins Dunkel zu bringen. Und die Sonne möchte euch hier unterstützen dabei. Und sie hilft euch oder beziehungsweise hilft sie eurer Seele, euch hier wieder mehr zu zeigen, wieder ins Licht zu treten. Und ja, wie gesagt, wenn ihr gerade dabei seid, hier Dinge aufzuarbeiten, dann wird sie euch unterstützen, das Ganze nicht nur wirklich energetisch anzugehen, sondern sie hilft euch auch, wieder mehr Leidenschaft und mehr Lebensfreude dabei zu empfinden. Also es ist gut möglich, dass das, was euch hier zu schaffen gemacht hat, was irgendwie unklar war, auf der Seele gelegen hat und die Sonne, wie gesagt, hilft euch jetzt dabei, diesen Nebel zu vertreiben, da wirklich Klarheit reinzubringen und gleichzeitig auch mehr Energie, mehr Kraft in euch zu spüren. Außerdem ermutigt sie euch auch dazu, nochmal ganz klar euch zu zeigen. Also wenn ihr euch in letzter Zeit ein bisschen zurückgezogen habt, um hier vielleicht schwierige Themen zu bearbeiten, ist jetzt der Moment gekommen, wo ihr wieder raustreten dürft. Ja, also eure Seele möchte gesehen werden, auch von anderen Menschen. Und ja, sie möchte auch Leichtigkeit und Humor zurückbringen in euer Leben, ja, also vielleicht habt ihr hier wirklich mit sehr ernsthaften Themen hantiert und jetzt ist wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit angesagt, finde ich sehr schön und auch sehr passend, die beiden Karten. Ich hatte als erstes die Sonne für euch gezogen und dann kam aus dem Magie der Erde Deck der Nebel und ja, ich fand es sehr, sehr passend und kann euch nur beglückwünschen, ja, also die Arbeit, die ihr hier leistet. Wie gesagt, egal um welchen Themenbereich es geht, ihr leistet hier gute Arbeit und ihr werdet belohnt werden. Ja, also die Sonne, wie gesagt, ist hier schon, bricht schon durch und der eine oder andere mag den Nebel auch schon aufgelöst haben, wieder andere sind gerade dabei.
den Nebel hier aufzulösen. In jedem Fall ist die geistige Welt hier an eurer Seite und möchte euch unterstützen. Liebes Universum, hast du noch mehr Botschaften für die Menschen, die sich hier für diesen Stapel entschieden haben, für diese Gruppe? Naja, da schauen wir doch mal, was da kommt für euch. Ja, okay. Da sehen wir schon. Wir haben die 5 der Münzen und wir haben die 8 der Schwerter. Es geht hier wiederholt oder wieder oder immer noch darum, dass ihr jetzt Glaubenssätze, die euch selbst beschränken, loslassen dürft. Negative Glaubenssätze über euch selbst, was ihr könnt, was für euch möglich ist, wie ihr die Welt seht. Denn bisher habt ihr zumindest in Teilen eures Lebens, seid ihr davon ausgegangen, dass ihr irgendwie nicht gut genug seid, dass ihr nicht dazugehört, dass ihr, ja, ihr wurdet irgendwie nicht satt, ja, ihr habt nicht das bekommen, was ihr wolltet oder nicht in dem Maße, wie ihr das wolltet. Und hier kann es um finanzielle Themen gehen, es kann um Sicherheit gehen, wirklich auf der 3D-Ebene, es kann ja aber auch um emotionale Erfüllung gehen, ja. Und ihr hattet immer irgendwie das Gefühl, ihr bremst euch aus. Anfangs mag das so gewirkt haben, dass andere euch ausbremsen. Dann habt ihr irgendwann festgestellt, dass ihr euch eigentlich selbst ausbremst. Und jetzt seid ihr in der Phase, wo ihr wirklich diese Fesseln und diese Augenbinde abnehmt oder schon abgenommen habt. Ja, und das hier, dieser, ich glaube, auf Englisch nennt man das Mind Fog, dieser Nebel im Kopf lichtet sich jetzt und ihr seht wirklich, okay, ich kann hier aus dieser Situation herausgehen. Ich habe es selbst in der Hand. Tatsächlich, ich kann etwas verändern. Sehr schön, okay. Was erwartet die Menschen denn, wenn sie hier aus diesen Energien rausgehen, rauskommen, liebes Universum? Was ist hier zu erwarten? Zack, okay. Okay. Ja, es mag sein, dass es hier wirklich um Themen aus der Vergangenheit geht, die, wenn ihr euch sie bewusst macht, wenn sie euch bewusst werden, wirklich dazu führen, dass hier nochmal alter Schmerz hochkommt. Vielleicht auch die Erkenntnis, dass ihr euch schon sehr lange gefangen gehalten habt, ja, euch nicht ausleben konntet oder das Gefühl hattet, ihr könnt euch nicht ausleben, ihr dürft euch nicht ausleben. Und das meiste davon ist hier wirklich auf seelischer Ebene zu sehen, auf eurer Gedankenebene. Wir haben hier Schwerter. Ja, ich kriege hier auch so ein bisschen wirklich Vergangenheitsbewältigung, Themen aus der Kindheit, aus früheren Beziehungen, die ihr hier nochmal aufgearbeitet habt. Vielleicht hat der rückläufige Merkur ja auch nochmal viel hochgebracht an alten Themen, Gedanken, an Erinnerungen. Und das eine oder andere davon hat euch vielleicht wirklich zu Tränen gerührt, ja, hat euch in Tränen ausbrechen lassen. Und dann ist der Rat hier auf jeden Fall auch, das zuzulassen, ja. Lasst diesen alten Schmerz raus, in welcher Form euch auch immer euch das gut tut. Und das sind keine Kleinigkeiten, ne? Das sind keine Kleinigkeiten mit den Karten hier. Okay, liebes Universum, was kommt denn danach? Welche Botschaft hast du für uns? Da kommt der König der Münzen. Sehr schön. Auch hier haben wir schon das Gelb der Sonne im Hintergrund. Also, es ist gut möglich, dass es hier um Vaterthemen ging oder geht, ja, oder auch um Autoritäten, mit denen ihr euch auseinandergesetzt habt. Und die gute Nachricht ist, wenn ihr durch diesen Prozess durchgegangen seid, den Nebel vertrieben habt, den man vielleicht euch auch absichtlich, ja, indem man euch vielleicht absichtlich geschickt hat, in Anführungsstrichen, um euch zu vernebeln, damit ihr eine Beziehung nicht klar sehen könnt, euch selbst nicht klar sehen könnt, eure Vergangenheit nicht klar sehen könnt. Das hat jetzt ein Ende, ja. Am Ende dieses Prozesses könnt ihr euch die Kraft des Königs der Münzen zu eigen machen, ja. Also ihr werdet zum König der Münzen. Auch wenn ihr Frauen seid, ist diese Qualität dann eure eigene, ja, die kann euch dann niemand mehr wegnehmen. Und der König der Münzen steht allgemein für Stabilität.
dafür, dass wir etwas gemeistert haben. Das kann die Finanzen betreffen, ja. Wir haben den Münzkönig, die Münze steht für Geld insgesamt, für Materielles, auch für Sicherheit, für materielle Sicherheit, für emotionale Sicherheit. Ja, also für die einen kann es hier um Geld gehen und oder wirklich um emotionale Themen, die, wenn ihr sie durchgearbeitet habt, dafür sorgen, dass ihr euch sicher fühlt in euch selbst. Liebes Universum, ich hätte gerne noch eine Karte auf den König der Münzen. Ja, Sicherheit und Stabilität sind hier Themen. Ja, es ist auch so ein bisschen die Gegensatzkarte zu der hier, ne? Und zeigt mir auf jeden Fall, dass ihr hier in einem Prozess seid. Und das kann euer gesamtes Leben betreffen, das kann aber auch nur in Anführungsstrichen bestimmte Bereiche betreffen. Das ist sicherlich unterschiedlich. Und auch wo ihr gerade steht, ist sicherlich unterschiedlich. Ja, und dann könnt ihr die kräftige Energie der Sonne hier auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen, um euch hier nicht, nicht verwirren zu lassen. Und hier kann es wirklich auch um psychologische Spielchen gehen, um Manipulation. Es kann aber auch darum gehen, dass ihr euch vielleicht, wie gesagt, an bestimmte Dinge nicht mehr so gut erinnert oder sie einfach nicht klar sehen könnt, weil ihr euch selbst nicht so richtig vertraut. So, zusätzlich zum König der Münzen kommt hier noch das Ass der Münzen. Am Ende des Weges wartet hier eine Münze auf euch, die euch gegeben wird. Aus der geistigen Welt oder auch aus eurer näheren Umgebung. Und ja, das Ass steht für Chancen. Chancen auf Freiheit. Ja, hier wirklich eine Situation verlassen zu können und etwas Neues zu beginnen, das sehr vielversprechend ist mit dem Ass der Münzen. Ja, wie gesagt, es mag ja auch wirklich um geschäftliche, finanzielle Themen gehen. Wir haben schon wieder eine Münzkarte. Also vielleicht geht es hier um Unsicherheit, um eure Einstellung zu Geld. Auch das kommt immer wieder zum Vorschein in den Karten. Und viele von uns haben eine ungesunde Einstellung zu Geld. Das Gefühl, man verdient nicht genug im wahrsten Sinne des Wortes. Man wird nicht, die eigenen Bedürfnisse werden nicht erfüllt. Ja, das haben wir hier. Und wichtig dazu wäre, dass ihr euch das wirklich bewusst macht. Und viele von euch machen das auch schon, ja, und arbeiten an ihrem Mindset zum Thema Geld. Wie stehst du zu Geld? Magst du Geld? Fehlt es dir ständig? Fällt es dir leicht, Geld für dich zu ja, anzuziehen, zu generieren? Und ja, für diejenigen, die da auf dem Weg sind, wirklich, es lohnt sich, es lohnt sich. Lasst mich noch mal kurz gucken, da war gerade noch was. Ja, viele sehen es auch so, dass dieses Ass der Münzen hier dem König auf dem Schoß liegt. Es kann in Ausnahmefällen auch sein, dass ihr finanzielle Unterstützung von jemand anderem erhaltet. Passt da aber bitte auf, dass das keine toxische Geschichte ist, ja. Also, dass wenn euch hier jemand unterstützen möchte, euch Unterstützung anbietet, ihr dafür nicht eure Freiheit aufgebt und euch wieder fesseln lasst, ja. Also, dass hier keine Bedingungen dranhängen. Ansonsten kann diese Kombination ja aber auch für einen neuen Arbeitgeber stehen, für einen neuen Job. Für eine neue Anstellung, eventuell auch für eine Selbstständigkeit. Ja, die Könige und Königinnen sind immer auch oder können auch immer eine berufliche Selbstständigkeit andeuten. Ja, weil man eben auf seinem Thron sitzt und selbst Herrscher über sein Reich ist, über seinen Beruf oder auch über das gesamte Leben oder über das Beziehungsleben. Sollte es hier ums Thema Beziehungen gehen, ist hier auf jeden Fall am Ende des Weges auch die Chance auf eine dauerhafte Beziehung, ja, mit dem Ass der Münzen, das wirklich immer für dauerhafte Geschichten steht, für ernsthafte Absichten, für etwas, das Substanz hat, auf das man wirklich bauen kann. Und gerade mit dem König zusammen gefällt mir das sehr gut. Was haben wir hier auf der Rückseite? Die Temperance, die Mäßigkeit. Ja, ausbalancieren. Und auch hier hinten sehen wir die Sonne. Das ist, man kann sich drüber streiten. Für mich ist es so eine Mischung aus Vulkan, aber auch
eine Bergspitze, über der die Sonne aufgeht, für mich zumindest. Ja, Ausbalancieren von Gefühlen, sich über Gefühle klar werden, kann hier ein Thema sein. Oh, ihr Lieben, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr damit auch schon länger beschäftigt. Ist gut möglich. Jetzt jedenfalls möchte sich diese Energie verwirklichen und das Universum, die geistige Welt, eure Seele, eure Geistführer, eure Ahnen, je nachdem, woran ihr glaubt, möchten euch jetzt hier unterstützen, diese Königenergie für euch wieder zu vereinnahmen, ja, also auch über euch hinauszuwachsen oder über Menschen hinauszuwachsen, die euch bisher begleitet haben und vielleicht diese Energie für euch repräsentiert haben. Wäre interessant zu schauen, wenn ihr den König der Münzen seht, wer ist das für euch? Welche Person kommt euch als erstes in den Kopf, wenn ihr diesen König seht? Und hatte diese Person auch positive Aspekte? Kann die etwas, selbst wenn sie vielleicht in eurem Leben eher negativ auftaucht, kann er oder sie vielleicht etwas, was ihr auch können möchtet, zum Beispiel gut mit Geld umgehen, sich eine sichere Grundlage schaffen, etc. Und ja, für euch ist jetzt die Zeit gekommen, diese positiven Qualitäten zu verwirklichen. Ich meine, ihr könnt natürlich auch die negativen Qualitäten verwirklichen. Das fällt uns aber meist früher oder später vor die Füße. So. Ja, hahaha. Also es ist auch gut möglich, dass hier eine Idee kommt, aus euch selbst heraus. Mit dem Ass, ja, das Ass ist einfach ein Potenzial an Chancen, die auf unterschiedliche Weise zu uns kommen, von außen, manchmal auch von innen. Und dann nehmt das bitte ernst. Aber das wird sich auch alles gut für euch anfühlen, ja? Also das Ass ist immer auch, bringt uns, ja, was ist aufregend, ja? Es ist was Neues, es ist irgendwie eine Chance, von der wir uns etwas versprechen. Sehr, sehr, sehr spannend. Okay, wir nehmen mal ein paar Charms dazu, ihr Lieben. Mann, Mann, Mann. Ja, vielleicht war auch gerade die letzte Zeit für euch sehr anstrengend, sehr herausfordernd. Ich sehe mal als erstes ein Sternzeichen. Oh, da haben wir den Löwen, sehr schön. Der ist sehr stark mit der Sonne verbunden. Vielleicht bist du im Sternzeichen Löwe geboren oder hast das in deiner Chart. Wenn nicht, ist es für mich aber nochmal ein Hinweis auf die Sonne. Ja, auf die Kraft, die damit einhergeht. Und in manchen Kulturen ist die Sonne eher weiblich, in anderen eher männlich. In unserer, ja, ich behaupte mal, in der westlichen Welt ist sie eher männlich, der Mond ist weiblich. In jedem Fall reden wir hier von wirklich kräftigen Energien, die hier rein möchten. Und auch der Löwe zeigt sich gerne, ja. Also hier nochmal auch der Verweis darauf, du darfst dich zeigen, ja, du darfst frei sein, du darfst dein Leben genießen, auch du darfst gutes Geld verdienen, das ist dein Recht. Ja, also schau mal, ob es da klingelt. Der Löwe. Ja, okay. Wir haben hier ansonsten noch mal ganz kurz, um bei den Sternzeichen zu bleiben, die Erdenergie liegen, also Stier, Steinbock, Jungfrau und ganz viel, beziehungsweise ganz viel Erde und ein bisschen Luft. Also Zwilling, Waage, Wassermann. Okay. Dann haben wir hier den Schlüssel. Oh ja. Ja, der Schlüssel, um hier aus dieser Situation herauszukommen. Und auch, dass die Gefühle, die daraus vielleicht resultieren, die Trauer, die, ja, vielleicht auch die eine oder andere schlaflose Nacht endlich hinter dir zu lassen. Ja, also wirklich, du hast hier einen Schlüssel. Du musst ihn nur, es ist immer so ein Wort, ne? Du darfst ihn jetzt in die Tür stecken und die Tür aufmachen, ja, in eine sehr viel angenehmere Energie, nämlich in diese hier. Ich lege die hier auch mal ein bisschen nach oben. Da darf es jetzt für dich hingehen. Der Schlüssel, ja, auch zu Reichtum, zu Wohlstand, zu Sicherheit, emotionaler Sicherheit, finanzieller Sicherheit. So, was haben wir hier noch? Wir haben, ah, okay, ein Verweis auf die Kindheit nochmal für einige mit der Babyflasche hier. Eventuell geht es hier auch um deine Kinder oder Enkel, ja, dass diese Situation gar nicht dich betrifft, sondern jüngere Menschen in deiner Umgebung. Auch Kinder, die du betreust vielleicht, auch wenn ihr nicht verwandt seid, ja. Also Kindenergie habe ich hier auf jeden Fall, inneres Kind, eventuell eben auch natürlich existierende Kinder, die dir vielleicht Sorgen machen.
Oder die sich gerade in diesem Prozess hier befinden. So. Mann, Mann, Mann. Dann haben wir hier zwei Chakren liegen. Einmal das Herzchakra. Ja, ist kein Wunder, ne? Es fällt auch gleich wieder runter. Wenn du durch diese Prozesse durchgehst oder hier, wie gesagt, sehr im Nebel gestanden hast, ist es klar, dass dein Herzchakra nicht ganz geöffnet ist, ja, weil du nicht noch mehr Schmerz ertragen möchtest, weil du nicht noch mal verletzt werden möchtest, etc. Ja, und das möchte ich jetzt heilen. Das heißt noch nicht, dass das dass morgen alles gut sein wird, aber das hier auf jeden Fall noch mal etwas, was, ja, was dich wirklich emotional sehr mitgenommen hat, jetzt in Heilung gehen möchte mit der Sonne. Eventuell ist auch für euch nochmal, ich meine, allgemein ist das ein guter Tipp, aber gerade für euch, tankt so viel Sonnenenergie, wie ihr kriegen könnt. Ja, also wirklich in die Sonne stellen, tief durchatmen, die Wärme und die Energie genießen und aufnehmen, die die Sonne euch schickt jetzt im Herbst. Das hilft auch nochmal, euer Herzchakra zu heilen. Wenn du möchtest, kannst du dir das auch vorstellen, dass diese Sonnenstrahlen in dein Herzchakra eindringen, da reinfließen, fluten und hier nochmal Heilung bringen. Wenn du da eigene Techniken hast oder gerne meditierst, dann ne, fühl dich frei, das zu tun. Und gib dir aber auch ein bisschen Zeit dafür. Also das hier scheinen mir wirklich Sachen zu sein, die nicht so von heute auf morgen verarbeitet sind und verschwinden oder ja, gib dir, wie gesagt, ein bisschen Zeit, auch das zu verarbeiten, wenn du erkannt hast, was hier eigentlich passiert ist im Nebel. Dann nimmst dir nicht übel, wenn du nicht sofort voll Power dann nach vorne gehen kannst, ja. Wir brauchen dann auch ein bisschen, um das zu verarbeiten, ist ja klar. Wir haben auch noch das Kehlchakra, das Halschakra. Auch Sprechen, Kommunikation ist hier ein Thema für mich. Also wie sprichst du mit dir selbst? Wie sprichst du über dich selbst im Kopf, aber auch mit anderen Menschen? Ja, also wie stellst du dich da nach außen, auch mit der Sonne? Wird dir da, glaube ich, jetzt einiges klar, dass du vielleicht in der Vergangenheit dich immer sehr klein gemacht hast, dein Licht eher unter den Scheffel gestellt hast, als zu sagen, ich kann das, ich traue mir das zu, ich schaffe das, etc. Auch stolz sein auf die eigenen Leistungen kommt mir hier. Ja, also wirklich nochmal darauf achten, dass du positive Gedanken zulässt. Und wenn du merkst, es schleichen sich negative Gedanken ein über dich, über dein Leben, über den Weg, den du gehst, dem bitte immer ein Stoppschild entgegensetzen und dann positive Gedanken. Und wenn positiv zu stark ist, dann wenigstens neutrale Gedanken, die dir eine Chance geben. Also wenn du nicht sagen kannst, okay, ich verdiene Reichtum, dann könntest du auch sagen, schlechtes Beispiel. Wir nehmen ein anderes Beispiel, ein allgemeineres. So, wenn dieses so, ich liebe mich, nicht gut über deine Lippen kommt, dann könntest du auch sagen, ich bin okay. Oder meine Situation ist okay, ja. Wenn die positive Steigerung zu weit weg ist, dann gibt es auch neutralere Formulierungen. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen deutlich. Ja, ansonsten singen, reden. Vielleicht machst du auch eine Therapie, eine Gesprächstherapie oder hast jemanden, mit dem du dich austauschen kannst hier über deine Prozesse. Dann ist dieser Charme auf jeden Fall, oder dieser Stein vielmehr, immer eine Aufforderung, das auch wirklich zu tun, ja, also mit anderen Menschen über dich zu reden. Wichtig allerdings, dass das Menschen sind, die dich unterstützen, ja, und dich nicht bremsen und wieder in den Nebel zurückbringen, sozusagen. Okay, dann haben wir hier noch unter dem U die Kamera. Ja, der Fokus ist jetzt wirklich auf dir selbst, auf deiner Entwicklung. Der Fokus ist jetzt wirklich auf dir, sollte auf dir liegen, dass es dir gut geht, dass du vorankommst, dass du hier aus dem Nebel herauskommst, auch wenn andere das vielleicht nicht möchten oder irritiert sind oder sonst irgendwas. Setze deinen Fokus auf dich, auf deine Bedürfnisse, auf dein Leben, jetzt im Moment. Wirklich wichtig. Ja, du stehst hier im Sonnenschein, im Scheinwerferlicht, im Kameralicht, im Blitzlicht, wie auch immer du das für dich sehen möchtest, ja.
Okay, Fokus. So, dann haben wir hier noch die Blätter. Aufenthalt in der Natur. Sehr hilfreich. Frische Luft, Sonne tanken. Ganz wichtig für euch. Wirklich ganz wichtig. Ansonsten kann es auch gut sein, dass du hier Blätter findest, die dir auf den Weg geweht werden, dir vor die Füße fallen. Und nimm das als positives Zeichen. Die kannst du auch gerne mit nach Hause nehmen und hier irgendwo hinhängen oder hinlegen als Erinnerungshilfe. Als Wegweiser sozusagen in Richtung Sonne. Das ist es. Mir ist die ganze Zeit etwas im Hinterkopf und ich habe das genau. Es kann sein, dass einige von euch das Gefühl hatten, auch wenn wir jetzt erst in den Winter gehen, in den letzten paar Tagen, Wochen, Monaten, vielleicht Jahren, so ein bisschen im Winterschlaf gewesen zu sein. Und ja, ihr wacht jetzt auf. Aufwachen kriege ich hier auch noch mal ganz stark. Winterschlaf und Aufwachen. So, dann haben wir hier einen Würfel mit der Zahl Nummer 3. Vielleicht bist du an einem dritten geboren, vielleicht bist du eine Lebenszahl 3. Ansonsten ist das hier auch die Herrscherin im Tarot. Sehr schön, eine sehr, sehr fruchtbare Energie. Auch sehr mütterlich, also dich selbst zu nähren und dir selbst eine gute Mutter zu sein, kann hier Thema sein. Vielleicht hast du das nicht erfahren in deiner Kindheit oder nicht in dem Maß, wie du es gebraucht hättest. Und jetzt bist du aber in der Energie und hast die Fähigkeiten und das Wissen, dich selbst gut zu nähren, ja. Die Herrscherin nährt uns und sie ist sehr kreativ. Sie bringt auch immer Neues zur Welt. Vielleicht geht es hier für einige auch mit der Babyflasche hier um das Thema Schwangerwerden etc. Auch das kann sein. Auch das kann sein. Und das hier, ja, dass man vielleicht nicht genau wusste oder du nicht genau wusstest, woran es liegt, dass es nicht so richtig klappen möchte. Ja, und ein Teil der Wahrheit könnte sein, dass du dich vielleicht oder ein Teil von dir vielleicht nicht sicher genug gefühlt hast in deinem Leben, in deinem Körper und dass das irgendwie dazu geführt hat, dass das nicht so richtig geklappt hat. Ich möchte hier niemanden davon abhalten, sich ärztlichen Rat zu suchen. Versteht mich nicht falsch. Wir sind hier auf der Seelenebene und das könnte für einige ein Teil der Wahrheit sein, dass man sich hier einfach nicht ja, vielleicht auch unbewusst gedacht hat, dass man dieser Aufgabe vielleicht nicht gewachsen ist. Der Aufgabe nicht gewachsen sein, Stichworte, das kann auch andere Lebensbereiche betreffen, ja, also Beruf oder Beziehung, Familie, Hobby etc. Und ja, die Sonne bringt da jetzt Licht rein, ja, und zeigt dir, dass du dem gewachsen bist. Und dass du auch selbst schon viel Wachstum hinter dich gebracht hast in dem Sinne. Okay, dann haben wir noch Buchstaben für euch, und zwar einmal das F, das V, das U, das L, das T, das N und ein K. Ja, K, König sehe ich hier ganz schnell. Dim, 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 Kult, auch interessant. Vielleicht geht es für einige hier um Religionsgemeinschaften, die ihr verlasst. Und je nachdem, ja, solche Institutionen oder Organisationen vernebeln ja auch gerne mal die Sinne, die Wahrnehmung ihrer Mitglieder kann für einige zutreffen. Sehe ich noch was schnell? Nee, jetzt auf die Schnelle nicht. Okay. Ja, vielen Dank auch nochmal an alle, die sich die Mühe machen hier. Buchstaben, Abkürzungen zu sehen. Das können natürlich Buchstaben und Abkürzungen sein von Personen, Orten, Worten. Und ja, vielen Dank an die, die sich immer die Mühe machen, das unten für uns nochmal wirklich genau unter die Lupe zu nehmen. Ich finde das immer sehr hilfreich. Dim, dim, dim. So, ich ziehe euch noch eine Karte aus dem Angels and Ancestors Orakel dazu. Liebes Universum, welche Botschaft hast du noch für die Menschen, die hier in dieser Gruppe sind? Da kommt der Mirror Guardian.
Take time to reflect, ja, das machst du ja. Also, ne, wirklich hier nochmal, gib dir die Zeit, das, was hier in deinem Kopf passiert, was in deiner Vergangenheit passiert ist, was vielleicht auch nicht gut gelaufen ist, zu reflektieren und nicht sofort weiterzumachen, sondern wirklich schenk dir die Zeit, das zu verarbeiten. Das dauert einfach seine Zeit. Aber wenn du das tust, dann, wie gesagt, haben wir hier die Sonne mit der Leidenschaft und auch mit der Leichtigkeit, mit Humor. Wir haben hier die Chance auf Stabilität im finanziellen und im emotionalen Bereich oder in einem Bereich, an den du denkst. Ja, also überstürze es hier nicht. Nimm dir wirklich die Zeit, sämtliche Nebelschwaden hier zu vertreiben. Oder vertreiben zu lassen, ja. Vielleicht hast du da auch Hilfe. Oder hast kürzlich Hilfe in Anspruch genommen. Liebes Universum, noch eine letzte Karte bitte. Für die Menschen, die sich für diese Gruppe entschieden haben. Was kommt da? Ah, ja, da kommt Sage. Be devoted and committed. Das ist für mich eine Botschaft für deinen Prozess und für dein Wachstum, ja. Also wirklich verschreibe dich dem im wahrsten Sinne, verschreibe dich deinem Wachstum, deinem Weg. Auch wenn der jetzt vielleicht gerade nicht einfach ist oder nicht einfach war. Wie gesagt, vielleicht sind einige hier auch schon aus dem Gröbsten raus. Kann gut sein. Aber bitte wirklich unterwirf dich dem und mach dir das klar. Schreib es dir vielleicht auch auf. Ja, wir sehen hier einen Mann mit einer Feder und einem Blatt. Sicherlich nicht zufällig. Ja, Räuchern kann ja auch nochmal eine Botschaft sein, deine Wohnung auszuräuchern. Zum Beispiel mit Salbei. Das kann aber auch andere Räucherstoffe sein. Dieser taucht hier aber gerade auf. Vielleicht ist es besonders interessant für einige. Der Salbei vertreibt auf jeden Fall negative Energien sehr, sehr zuverlässig. Was mir hier gerade noch einfällt, ist mit dem Mirror, da sehen wir auch das Universum, also mag auch Astrologie hier für einige hilfreich sein, wenn du da nochmal schauen möchtest oder vielleicht hast du das auch schon mal getan. Ja, schau mal in deine Chart, was ich da so zeigen möchte, eventuell auch an Anlagen, an Möglichkeiten. Es gibt auch bestimmte Positionen, die dir helfen können, hier ein Stückchen weiter zu verstehen, warum du hier bist und welche Aufgabe du hast. Welche besonderen Fähigkeiten oder Talente. Ihr Lieben, ja, da bleibt mir die Sprache weg. Ich hoffe, ich konnte euch hier eine gute Botschaft mitgeben. Ich zeige sie euch nochmal rein. Die Sonne möchte jetzt hier reinkommen, ja. Die Klarheit, die Kraft, die Wärme. Die Leidenschaft, auch Leichtigkeit und Humor warten hier auf euch. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Da ist ein Portaltag und es wird auch ein Live-Reading geben, eine Live-Meditation. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr da dabei seid, dabei wäret. Ich schicke euch auf jeden Fall auch noch mal eine Erinnerung hier auf YouTube. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, versucht Sonnenstrahlen einzufangen, nehmt euch genug Zeit für euch. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei dem, was ihr tut, ihr Lieben. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Hallo, ihr Lieben, wenn ihr euch für die zweite Gruppe, den zweiten Stapel und diesen Stein hier entschieden habt, dann ist die folgende Botschaft für euch. Und da kommt aus dem schamanischen Seelenorakel die Karte der Regenmacher, die Nummer 42. Ich halte sie euch mal rein. Der Regenmacher. Und aus dem Magie der Erde Orakel kommt die Insel, das Alleinsein. Und jetzt keinen Schreck bekommen. Diese Karte ist ein Hinweis darauf, dass eure Seele hier in letzter Zeit oder zukünftig das Bedürfnis haben wird oder das Bedürfnis hat, sich hin und wieder zurückzuziehen und ja, eine gewisse Zeit für sich selbst beansprucht, also allein sein möchte.
Ja, nicht zu verwechseln mit einsam sein. Hier geht es eher darum, dass ihr euch genug Zeit dafür nehmt, wieder bei euch selbst anzukommen. Und das macht sehr viel Sinn mit dem Regenmacher hier. Denn diese Karte spricht davon, dass hier ein Keim in euch heranwächst. Ihr tragt etwas im Herzen, in eurer Seele, was hier zum Vorschein kommen möchte. Und ja, um das zu erkunden, braucht ihr hier eine gewisse Zeit für euch selbst. Der Regenmacher erinnert uns auch immer daran, dass die Welt um uns herum als Spiegel fungiert, uns manchmal Sachen aufzeigen möchte, positiv wie negativ, und uns klar machen möchte, dass wir mit oder dass es sehr entscheidend ist, mit welcher Absicht, mit welcher Einstellung wir an bestimmte Projekte herangehen, an uns selbst, an das Leben, an unseren Beruf, an unsere Beziehungen. So, sehr, sehr interessant. Wir haben hier eine Menge Potenzial mit dem Regenmacher. Also die Idee, die du hast, vielleicht ist es dir auch noch gar nicht bewusst, vielleicht weißt du noch gar nicht, dass da etwas in dir schlummert. Wenn das so ist, dann lass dich gerne überraschen, was hier zu dir kommt, wenn du dir ein bisschen Zeit für dich nimmst und zum Beispiel spazieren gehst, dich ausruhst, badest, ja, irgendetwas tust, wo du so ein bisschen zur Ruhe kommst und das Gefühl hast, okay, ich komme hier wieder bei mir selbst an, ja, also ankommen bei dir selbst ist hier so ein bisschen das Thema. Da schlummert eine Idee, eine Lösung, etwas in dir, was großes Potenzial hat mit dem Regenmacher. Ja, also es ist so, dass quasi auf trockenes Land dann auf einmal Regen trifft und wieder Dinge zum Erblühen bringt, zum Wachsen. Vielleicht bist du auch jemand, der sehr viel für andere Menschen regnen lässt im positiven Sinne, ja, also quasi Regen im Sinne von Emotionen, von Unterstützung, von Beistand zu anderen bringst. Und jetzt im Moment ist es mal wieder an der Zeit, dass du diese Kraft, diese Fähigkeit für dich selbst nutzt, um für dich Dinge zu regeln, auf den Weg zu bringen, vielleicht auch einfach in Anführungsstrichen den Akku mal wieder voll zu machen. Ja, also wenn du jemand bist, der sehr viel gibt, dann ist es jetzt an der Zeit, mal wieder an dich selbst zu denken und deine eigene Regentonne voll zu machen, in Anführungsstrichen. Liebes Universum, was für Informationen hast du hier noch für die zweite Gruppe? Ja, ähnlich auch wie die Pflanzen, die hier unter der Erde, oder die Samen, die unter der Erde warten, ja, sind im Grunde das Sinnbild für das Potenzial, was hier schlummert, ja. Also aus einem kleinen Samen kann ein Riesenbaum wachsen. Und dieses Potenzial trägst du hier in dir. Und das kann, wie gesagt, eine Beziehung betreffen, den Beruf, ein Hobby. Vielleicht hast du irgendetwas vor. Und dann sagt diese Karte, dass da sehr, sehr viel Potenzial drin steckt. Zack, okay, wir haben den Turm. Der steht für plötzliche Ereignisse, vielleicht auch für einen Regenguss, der auf einmal kommt, ja, also Emotionen, die sehr stark hervorbrechen, im positiven wie im negativen Sinne. Wir schauen mal, was wir hier für Klärungskarten bekommen. Ja, da ist das Halschakra gleich so ein bisschen betroffen. Der Turm kann, wie gesagt, betrifft immer lebensverändernde Umstände. Ja, etwas Altes wird hier aufgebrochen, weil es an der Zeit ist. Und das kann als positiver Durchbruch erlebt werden. Manchmal ist es aber auch sehr plötzlich und erschreckt uns. Wir schauen mal. Eventuell ist das auch etwas, was in der Vergangenheit schon passiert ist. Ja, was dich hier eventuell auch aus einer Beziehung rausgebracht hat, aus einer romantischen Beziehung, aus Freundschaften, Familie, ja, dass du hier einen bestimmten Kreis von Menschen verlassen hast, um allein zu sein, um wieder bei dir anzukommen. Liebes Universum, was hast du hier noch für uns? Ach, guck mal, die kam gerade links auch durch. Wir haben die 5 der Münzen und wir haben die 3 der Münzen. Okay.
Also, auch wenn diese Situation für dich herausfordernd war oder ist, sie darf dir dabei helfen, will dir dabei helfen, dass du aus dem Zustand des Mangels herauskommst, ja? Also irgendetwas in dieser Situation, als dieser Turm noch stand. Das mag sich ganz stabil angefühlt haben. Vielleicht ist der Turm ja auch eine Art von Komfortzone, ja, die ganz okay war. Du hast dich vielleicht nicht so richtig schlecht gefühlt, aber auch nicht so richtig gut, ja. Also, ne, es war vielleicht so ein bisschen von beidem. Aber ein Teil von dir, deine Seele könnte man auch sagen, ist hier nicht so richtig zufrieden gewesen mit dieser Situation, weil man das Gefühl hatte, nicht so richtig dazu zu gehören, nicht wirklich willkommen zu sein, nicht wirklich satt zu werden, auf emotionaler Ebene, vielleicht auch auf finanzieller Ebene. Es kann ja auch um einen Beruf gehen, ja. Und ja, der Turm möchte dir dabei helfen, diese Situation zu verlassen oder hat dich vielleicht schon dazu gebracht, gezwungen manchmal auch, diese Situation zu verlassen. Vielleicht war das auch ein Geistesblitz, ja. Also für mich ist diese Karte nicht so negativ oder nicht nur negativ. Keine Karte ist nur negativ. Er ist auf jeden Fall immer ein Ereignis, das stattfinden muss, damit alte Strukturen aufbrechen können, um eine Verbesserung der Situation herbeizuführen. Und damit wären wir schon bei der 3 der Münzen hier. Da geht es darum, dass hier jemand etwas kreiert, etwas entwirft, bestimmte Dinge zusammenbringt. Manchmal auch neue Elemente, da wären wir wieder beim Regenmacher, nimmt und sie zusammensetzt oder alte Elemente nimmt und etwas Neues daraus kreiert. So, entschuldigt bitte. Und hier kann es auch um Prüfungen gehen, ja. Vielleicht ist diese Situation an sich auch eine Prüfung für dich, die du aber mit den 3 der Münzen gut bestehen wirst und die dich auf ein neues Level bringt. Diese Karte ist auch eine Portalkarte, das heißt, auch hier geht es darum, dass wir ein altes Level, ein altes Energielevel manchmal auch, ja, Energielevel, Stichwort hier, niedrige Energie, verlassen, um auf ein höheres Level zu kommen, ja, in positivere Energie. Für manche mag es auch sein, dass du eine Prüfung ablegst und dass dein Durchbruch ist, ja. Also im Sinne von positiver Durchbruch, du traust dich hier etwas und traust dich etwas zu zeigen, etwas zu machen, etwas in die Welt zu bringen. Auch das ist sehr gut möglich. Jedenfalls Energieanstieg wird mir hier gezeigt. Düm, düm, düm. So, ihr Lieben. Ja, auf der Rückseite haben wir hier noch die 10 der Stäbe. Auch gut möglich, dass du hier aus einer Situation herauskommst, in der du sehr überfordert warst, ja, in der du dir viel zu viel zugemutet hast und dass dir jetzt ein Teil dieser Verantwortung genommen wurde. Und der eine oder andere mag sich darüber erschreckt haben, der andere, wieder ein anderer, ist vielleicht auch froh darüber, dass man dir hier ein paar Stäbe abnimmt. Du musst hier nicht alles alleine tragen. Vielleicht hattest du das Gefühl, hier immer für alles verantwortlich zu sein, allein verantwortlich zu sein. Und jetzt kommen hier Menschen dazu, die dir helfen können, das zu bewältigen, worum es gerade für dich geht. Das ist auch eine Karte für Teamarbeit, ne? Wir sehen hier 3 Menschen, die zusammen etwas erschaffen. Ihr Lieben, Mann, Mann, Mann. Ja, Gewitter kommt mir auch nochmal mit dem Regenmacher und dem Blitz hier. Reinigendes Gewitter. Und du hast mit Sicherheit, wenn diese Situation eingetroffen ist, das Bedürfnis, dich ein bisschen zu sammeln, ne, mit der Insel hier. Wir nehmen mal ein paar Charms dazu. Okay, da haben wir ja als erstes mal das Solarplexus-Chakra. Falls du damit arbeiten möchtest, wäre das sicherlich sehr hilfreich. Auch das Stichwort Sonnenlicht kommt mir hier, hatten wir im ersten Stapel auch schon stark. Ja, das wirklich Sonne tanken ist hier wichtig. Wenn du gerne meditierst und mit Chakra arbeitest, wäre das Solarplexus-Chakra eins, das jetzt besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden darf.
Denn das möchte hier wieder strahlen und das steht für Ausstrahlung, für Selbstbewusstsein. Und vielleicht hat das wirklich sehr gelitten hier in der Vergangenheit, dein Selbstbewusstsein. Vielleicht aufgrund von Umständen von außen, ne, die jetzt hier wegfallen mit dem Turm. Okay, dann haben wir hier noch eine Muschel, die zweite Muschel. Also hier ist auch noch etwas verborgen, etwas, was dir nicht bekannt ist, schlummert hier. Ein Talent, eine Idee, eine Lösung, die du noch nicht sehen kannst. Dann haben wir ein Sternzeichen, und zwar den Steinbock, Erdenergie. Wir haben hier ohnehin stark Erdenergie mit den beiden Karten hier. Steinbock, Jungfrau, Stier. Ja, und ihr tut euch mit Veränderungen in der Regel auch ein bisschen schwer, ne? Also mag sein, dass das erstmal eine unangenehme Situation war für euch oder etwas, was zumindest überraschend war. Wo ihr aber im Nachhinein wirklich auch sehen könnt, dass das notwendig war. Und wie gesagt, im besten Fall empfindet ihr es als Durchbruch, als Befreiung. Palim, palim. Das ist ja wieder eine Legung heute, Mann, Mann. Okay, wir haben hier noch Zahlen, und zwar einmal die Nummer 5, das ist der Hierophant. Ja, okay, also auch alte Denkmuster, alte Glaubensmuster können hier gesprengt werden. Vielleicht hast du das schon getan. Alte Glaubensmuster, Denkweisen, die mit Mangel zu tun haben. Ja, auch im Sinne von sich nicht gut genug fühlen. Das Gefühl zu haben, ich verdiene es nicht, geliebt zu werden. Ich verdiene nicht, materiell gut dazustehen. Solche Dinge können sich hier und eventuell auch alte Glaubenssätze aus Schule über deine Intelligenz zum Beispiel, weil der Hierophant ist immer auch, da geht es immer auch um Institutionen oder um Instanzen, um jemanden, der uns etwas beibringen sollte. Der Hierophant ist ein Lehrer und vielleicht hat man die hier negative Glaubenssätze beigebracht in Schule, in der Familie oder sonst irgendwo. Und die hast du jetzt hier mit dem Turm, kannst du die durchbrechen. Und dir selbst wirklich konstruktive Glaubenssätze erschaffen, die dir helfen und dich dazu führen, dass du dich besser fühlst. Und dafür ist es manchmal nötig, dass wir uns, wie gesagt, ein bisschen zurückziehen. Auch von, wenn es sein muss, Familienmitgliedern etc. Ja? Also ein gewisser Abstand kann hier wirklich hilfreich sein. So, vielleicht bist du auch selbst spirituell tätig mit dem Hierophanten, der taucht auch häufig auf für Menschen, die selbst spirituell führen auf eine Art und Weise. Oder vielleicht bist du auch jemand, der in deiner Familie, in deinem Verein, in deiner Beziehung die Führungsrolle übernimmt, sozusagen vorangeht. Auch das ist gut möglich. Okay, dann haben wir noch die Zahl 70. 70 Tage kommt mir da so, vielleicht bist du auch eine Lebenszahl 7, hast einen 7. Geburtstag oder im Juli, so wie ich. Ansonsten hätten wir hier noch das 7. Haus, da geht es um Beziehung, Partnerschaft, Freundschaft etc. Gut möglich, dass es sich hier um eine, um Beziehungsdinge handelt, um Beziehungen dreht zu anderen Menschen, die hier vielleicht von dir abgebrochen wurden oder auch von jemand anderem. In jedem Fall wird es dich weiterbringen. Ja, es wird dir hier etwas, das ist eine Erfahrung, die du machen darfst, um deine eigenen Fähigkeiten hier aufzubauen und aufzubauen und auf einem neuen Level weiterzumachen. Dann haben wir hier, kam links auch schon raus, ich habe es eigentlich ganz gut durchgemischt, aber gut, Blätter, Aufenthalt in der Natur, auch für dich. Ich meine, wir sind auch in einem schamanischen Orakel, ist nicht so überraschend, dass diese Botschaft hier rauskommt, ja. Also Verbindung zur Natur, draußen spazieren gehen, frische Luft schnappen, Sonne tanken. Im Herbst ohnehin immer eine gute Idee und hier auch nochmal der Hinweis darauf, das bitte zu machen, ja. Es bringt euch wirklich energetisch auf eine andere Ebene. Und das kann man ja auch tatsächlich biologisch nachweisen, ja, dass frische Luft und gerade Luft im Wald und Sonnenschein uns auf unseren Körper Einfluss haben. Und hier nochmal der Hinweis darauf oder die Bestärkung, das zu tun. Dann haben wir hier zweimal den Fokus für euch. Da haben wir die Kamera, auch der Charme kam links schon raus.
Und hier nochmal das Ziel, ja, also wirklich für euch noch wichtiger im Grunde als für den Stapel davor. Der Fokus seid ihr. Setzt auf euch den Fokus, ja. Nehmt euch Zeit für euch selbst, wenn es geht, wirklich ein paar Stunden. Vielleicht habt ihr sogar die Chance, einen kleinen Urlaub zu machen. Einen Kurzurlaub, eine kleine Pause im Alltag, wo ihr euch wirklich auf euch konzentrieren könnt. Auf eure Ideen, auf das, was in euch schlummert und lebendig sein möchte. Lasst dich auf euer eigenes Feld, auf euren eigenen Garten Regen fallen, ja. Gebt euch selbst die Aufmerksamkeit, die ihr vielleicht sonst auch gerne mal nach außen abgebt. Und ja, das Universum möchte, dass ihr diese Energie jetzt für euch benutzt. Denn ihr habt hier wirklich gute Chancen, etwas zu erreichen, etwas zu erschaffen, etwas Neues zu kreieren. Und wenn ihr Lust habt, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und ihr kennt Menschen, die euch unterstützen könnt, dann ist diese Karte auch eine Aufforderung oder eine Ermutigung dazu, diese Kontakte zu nutzen. So, wir haben hier die Münze. Oh, ist echt schwer. Sehr schön. Das heißt, es kann hier durchaus auch um das Materielle gehen. Ich schaue mal gerade, ob ich hier noch mehr. Habe ich irgendwas drauf? Eine Jahreszahl. 2004 haben wir hier wieder. Ja, Königin Elisabeth, das ist keine Überraschung. Und hier die Brücke. Und es hat jemand neulich kommentiert, welche Brücke es ist. Und ich habe es schon wieder vergessen. Ah, Mensch. Naja, gut. Jedenfalls eine Brücke. Eine Brücke. Ja, wir haben hier das Tor, das Alleinsein auf der Insel. Ah, ich würde das so interpretieren, dass ja, ihr hier durchaus insgesamt Brückenbauer seid, also bestimmte Ideen miteinander verbinden könnt, Menschen miteinander verbinden könnt, dass ihr aber auch, wenn ihr euch hier ein bisschen zurückzieht, danach jederzeit eine Brücke bauen könnt oder über eine Brücke gehen könnt, um wieder mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Ja, also vielleicht ist das für euch einige auch so ein bisschen die Angst, dass man, ja, wenn man sich da mal ein bisschen Zeit für sich nimmt, nachher nicht mehr willkommen ist oder so. Das ist hier aber nicht der Fall mit der 3 der Münzen. Ja, mit der Klammer ist es für mich diesmal relativ klar, ihr dürft hier etwas loslassen. Ja, übermäßige Verantwortung für andere. Ängste vor Mangel, Ängste davor, nicht dazu zu gehören. Was auch interessant ist mit dem Alleinsein hier, ne? Ich habe das schon die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf. Mag sein, dass du auch immer ein bisschen Angst davor hast, allein zu sein. Das Universum möchte dir aber zeigen, dass eine gewisse Zeit mit dir zu sein hier wirklich zu einem Durchbruch führen kann, dass du Dinge klarer siehst, dich selbst, aber auch deine Beziehungen und dass da nichts Schlimmes auf dich wartet, im Gegenteil, dass da wirklich Bewegung, Fluss, Regen kommen kann, der dir hilft, alte Strukturen aufzuweichen, Ideen zu entwickeln. Vielleicht musst du dich auch zurückziehen, um für etwas zu lernen. Ja, auch dann ist das hier auf jeden Fall die Ermutigung, das in den Fokus zu nehmen, wenn du hier irgendeine Art von Prüfung hast. So, Buchstaben haben wir hier nur zwei für euch, das S und das G. Das können Abkürzungen sein von Personen, Orten, Worten, Geistführern, Ahnen etc. Vielleicht laufen die dir auch über den Weg oder haben etwas mit dieser Situation zu tun. Okay, wir nehmen noch die Angels und Ancestors dazu. Liebes Universum, liebe Ahnen, habt ihr hier noch eine Botschaft für die Menschen, die hier zuschauen? Schau mal an, da kommen gleich zwei Karten für dich. Und da haben wir einmal das Orakel. Warte auf wichtige Informationen, die zu dir kommen, wenn du dich hier ein bisschen in die Stille begibst. Auch natürlich Meditation etc. sind hier hilfreich, habe ich jetzt nicht extra erwähnt. Ist für die Menschen, die sich damit beschäftigen, aber auch relativ klar, würde ich sagen. Ja, hier fehlen noch wichtige Informationen, die zu dir kommen möchten und die dir helfen können, hier, ne, wirklich eine massive Veränderung herbeizuführen. Und wir haben den Wolf bzw. den Winter. Take care of your needs. Bitte nimm Rücksicht auf deine eigenen Bedürfnisse.
Also klar geht's wirklich nicht. Du scheinst hier jemand zu sein, der, wie gesagt, sich viel um andere kümmert und jetzt ist die Zeit gekommen, dich um dich selbst zu kümmern, deine eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Vielleicht kannst du die gar nicht so richtig spüren manchmal, ja, weil du so im Außen bist, mit anderen beschäftigt bist und vielleicht auch anderen, denen es nicht so gut geht wie dir, hilfst. Und das ist sehr ehrenhaft, aber übertreib es damit nicht. Du scheinst es übertrieben zu haben. Ja, vielleicht war das hier auch wirklich ein Weckruf für dich, zu sagen, okay, ich kann nicht ständig für alle anderen da sein, ich muss auch für mich selbst da sein. So, ja, und erst wenn du dir wirklich ein bisschen Zeit für dich nimmst, kann dir klar werden, was brauchst du eigentlich jetzt, was möchtest du, was sind deine Bedürfnisse. Dim, 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 ja, wir haben ja auch die Muschel mit dem Verborgenen. Das kann sich auf deine Bedürfnisse beziehen, das kann aber auch Informationen betreffen aus der geistigen Welt, aus deinem Unbewussten, ja. Da möchte etwas zu dir kommen. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch hier eine. Ach so, Winter ist natürlich auch nochmal. Ja, da steht alles still, ja. Da sind wir so ein bisschen auf uns selbst zurückgeworfen. Also auch mit dem Alleinsein und dem Winter noch ganz kurz, wirklich mach eine Pause. Mach eine Pause, kommt mir hier stark. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch hier hilfreiche Botschaften mitgeben. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Da ist ein Vollmond im Widder und da wird es auf jeden Fall ein Live-Orakel geben. Es ist außerdem auch noch ein Portaltag. Und da machen wir eine Meditation und es wird ein Live-Reading geben, ihr Lieben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Ich schicke euch aber auch noch mal genauere Informationen hier auf YouTube. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin, entspannt euch. Lasst es euch gut gehen. Ciao. Hallo, ihr Lieben. Wenn ihr euch für den dritten Stapel und den Bergkristall hier entschieden habt, dann sind die folgenden Botschaften für euch. Und zwar kommt zu euch aus dem schamanischen Seelenorakel die Karte die Rassel, die Nummer 43. Und die tauchte auf jeden Fall schon mal auf in einem schamanischen Orakel. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr euch damals schon für den Stapel mit der Rassel entschieden habt. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Dann ist das jetzt hier ein Hinweis darauf, dass euer spiritueller Werkzeugkasten sich erweitern möchte. Sehr, sehr schöne Karte. Ich decke mal die andere gleich dazu auf und da kommt zu euch aus dem Magie der Erde Orakel der Baum. Sehr schön. Die Erdung. Kein Wunder, ne? Ist besonders wichtig für uns, wenn wir eine spirituelle Erweiterung erfahren oder eine Bewusstseinserweiterung, die hier ganz klar für euch angezeigt ist mit der Rassel, ist es wichtig, dass wir uns immer gut erden. Also wirklich mit beiden Beinen auf die Erde stellen. Und wenn euch das hilft, könnt ihr euch vorstellen, wie aus eurem Körper, aus euren Füßen Wurzeln wachsen und ins Erdreich eindringen und euch ganz fest verbinden mit der Erde. Denn eine Erhöhung hier der Schwingung eurer spirituellen Fähigkeiten ist ja sehr herausfordernd für den Körper. Da kommen andere Energien, höhere Energien. Wir, wie gesagt, erfahren eine Bewusstseinserweiterung und um uns darin nicht zu verlieren, ist die Erdung hier wirklich wichtig und es scheint auch eine größere Erweiterung zu sein, sonst käme diese Karte hier nicht. Die Rassel wird von Schamanen gerne dazu benutzt, um verschiedene Himmelsrichtungen anzurufen, ja, um tatsächlich einen Energieumschwung herbeizuführen oder auch Gebete und Rituale zu unterstützen. Könnte gut sein, dass ihr durch Musik hier wie sagt man so, einen Aufstieg erlebt, dass euch Geräusche, Musik machen hier auf ein neues Energielevel bringt. Die Rassel ist außerdem auch eine Aufforderung dazu, immer im Hinterkopf zu behalten, dass das, was wir hier tun, im besten Fall zum Wohle aller geschieht und dass wir, falls ihr euch das fragen solltet, bin ich auf dem richtigen Weg,
wenn du etwas tust oder eine Idee hast, die nicht nur dir hilft, sondern auch anderen Menschen, dann bist du auf dem richtigen Weg, ja? Also das Gemeinwohl ist hier auch immer angesprochen mit der Rassel, ihr Lieben. Sehr spannend. Liebes Universum, was für eine Erweiterung kommt denn hier rein? Was für eine Erweiterung kommt hier rein? Im Text der Karte, daran erinnere ich mich noch, ist das Wort Tool wird genannt. Und Tool ist im Deutschen so viel wie Werkzeug. Also es kann gut sein, dass du auch deinen Werkzeugkasten hier wirklich erweiterst im spirituellen Sinne. Das heißt, neue Fähigkeiten erlernst oder gerade dabei bist, die zu erlernen. Oh ja, da kommt die Transformation für euch. Alles klar. So viel zum Thema Bewusstseinserweiterung. Der Tod ist auf jeden Fall eine starke Erweiterung im Bewusstsein. Hier darf etwas Altes zu Ende gehen und keine Angst, der Tod ist kein, das ist nichts Plötzliches, Unerwartetes. Der Tod ist etwas, eine alte Energie geht zu Ende, ein alter Tätigkeitsbereich, vielleicht änderst du deinen Beruf oder deinen Fokus im Leben. Ja, also du lässt etwas zu Ende gehen, damit hier etwas Neues entstehen kann. Ja, vielleicht möchtest du etwas Neues machen, etwas Neues ausprobieren und dafür musst du eine andere Tätigkeit gehen lassen. Das kann den Beruf betreffen, das kann auch Beziehungen betreffen, dass du sagst, so, ich distanziere mich hier von anderen Menschen, zumindest für eine Zeit, um hier mein eigenes Ding zu machen, meine eigene Transformation. Vielleicht gehst du in Rente, vielleicht gehst du in Teilzeit, vielleicht umgekehrt kommst du aus Teilzeit wieder in Vollzeit. Vielleicht hast du auf einmal Interesse an neuen Dingen, Stichwort Hobbys etc. All das kann sein. Jedenfalls ist für dich hier Veränderung angesagt auf seelischer Ebene. Wirklich starke, große Veränderungen mit dem Tod hier, mit der Transformation. Liebes Universum, vielleicht lässt du sogar alte Glaubenssätze hier untergehen, ja, also Dinge, an die du früher geglaubt hast, möchten jetzt hier rausgehen, damit Platz für neue Energie da ist. Liebes Universum, das ist ein Orakel heute, meine Güte. Einiges los. Liebes Universum, welche Erweiterung möchte hier reinkommen? Hast du mehr Informationen für uns? Für die Menschen, die sich für diese Gruppe entschieden haben. Oh ja, guck mal. Da kommt der Magier, alles klar. Was ist denn bei euch los? Eieiei, okay, ja. Magier-Energie, Neuanfänge, ne? Sehr schön. Ich sag's nochmal, die Botschaft wiederholt sich im Grunde. Du bekommst hier... Vielleicht hast du schon den Kelch, das Schwert und den Stab und jetzt möchte die Münze noch zu dir reinkommen. Ja, also vielleicht möchte sich dein Werkzeugkasten hier vervollständigen, dass du alle Elemente sozusagen bei dir hast, Feuer, Wasser, Luft und Erde. Das kann sein, ja, dass dir quasi noch ein Teil fehlt oder noch nicht so ausgeprägt war. Das ist möglich. Es kann aber auch sein, dass du in der Benutzung deiner Instrumente, deiner Fähigkeiten jetzt ein neues Level erreichst. Vielleicht bist du sehr gut im Manifestieren oder setzt dich damit gerade auseinander. Dann wären wir auf der höheren Ebene. Es kann aber auch gut sein, dass du, wie gesagt, ein bestimmtes Werkzeug, zum Beispiel Astrologie, Karten legen, aber auch ganz weltliche Dinge hier neu lernen möchtest. Also ein neues Handwerk sozusagen, eine neue Fähigkeit, irgendetwas möchtest du ausbauen. Und du hast sehr gute Chancen mit dem Magier, das hier wirklich es zu einer Meisterschaft zu bringen. Ja, der Magier ist auch der Meister. Meine Güte, auch zwei große Arkanen, zwei große Geheimnisse. Sehr interessant. Du arbeitest vermutlich schon länger daran mit dem Ritter der Münzen. Ist nicht unwahrscheinlich, wie gesagt, wir haben hier zwei große Karten liegen. Es kann auch sein, dass das Erlernen dieser neuen Fähigkeit oder das Bemerken deiner neuen, das Integrieren deines Bewusstseins
ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt mit dem Ritter, aber das wird etwas sein, was sich dauerhaft zeigt in deinem Leben, also was auch bei dir bleibt und nicht wieder verschwindet. Das ist nichts Flüchtiges, ja. Du hast ja auch die Kraft und die Ausdauer, dran zu bleiben an etwas, an der Verwirklichung deiner Ziele. Sehr schön. Der Ritter der Münzen ist ein sehr fleißiger Arbeiter, der auch wirklich, er ist nicht schnell, aber er ist sehr gleichbleibend, sehr, ja, er ist einfach, er bleibt dauerhaft am Ball. Etwas Langfristiges wird mir hier gezeigt. Sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eine Karte... Oh, mache ich glaube ich nicht. Guck mal, wir haben ja auf der Rückseite, mein Gott, den Herrscher. Ja, der bringt Struktur, der verwirklicht Dinge. Ist in Liebesbeziehungen wird der auch oft als das männliche Prinzip angesehen. Das ist interessant. Auch wenn du eine Frau bist, ich habe jetzt hier auch in dem ersten Stapel dieses sich die männliche Energie in sich selbst zu eigen machen, ist ein großes Thema. Und die positiv zu verwandeln, also nicht die negative Gestalt des Männlichen auszuleben, sondern wirklich sich das Schöpferische, das Tatkräftige, das Strukturierende hier zu eigen zu machen. Und vielleicht muss dafür mit dem Tod erst noch ein Bild von Männlichkeit gehen, ja, dass du vielleicht in dir trägst, was dir vielleicht oder auch vielen von uns negativ mitgegeben wurde. Denn der Herrscher ist manchmal auch der Vater. Ja, also kann gut sein, dass du hier auf der persönlichen Ebene dich auseinandergesetzt hast oder auseinandersetzt mit männlicher Energie. Ja, und du bist hier mit dem Magier auf jeden Fall in der Gruppe, die es definitiv schaffen wird, das alles zu integrieren. Auch wenn der Magier hier als männlich beschrieben wird, hier könnte auch die Magierin liegen. Der Magier ist in diesem Sinne manchmal der geistige Vater, auch eine männliche Energie, hat für mich aber in dem Sinne nichts mit männlich oder weiblich zu tun, sondern im Gegenteil, für mich ist er integriert eher alles, was an Energien da ist und nutzt sie für sich selbst und wenn er positiv geprägt ist, wovon ich hier ausgehe, zum Wohle aller. Also ich weiß nicht, was du hier vorhast, aber es ist auf jeden Fall sehr erfolgsversprechend. Ja, hier wird fleißig gearbeitet, hier ist man dauerhaft am Ball, war es und wird es sein. Mit dem Magier wird dir das aber auch nicht schwer fallen, ja. Also das ist jemand, der auch durchaus mit Leichtigkeit seine Aufgaben meistert. Das ist doch mal ein spannender Stapel, ihr Lieben. Da würde ich jetzt gerne sofort mal ein paar Charms drauf nehmen. Ich mische die gut durch. Ich hatte eben schon relativ ähnliche Charms in zwei Gruppen, obwohl ich die recht gut durchgemischt habe. Darum mache ich es jetzt nochmal besonders gründlich bei euch. Und da fällt schon ein Buchstabe raus. Das S hat vielleicht für den einen oder anderen eine besondere Bedeutung. Ja, komm, dann nehmen wir noch mal ein paar dazu, ne? So, ihr Lieben. Da beginne ich mal mit dem Sternzeichen Löwe haben wir hier. Sehr schön. Vielleicht bist du im Löwe geboren, in einem Feuerzeichen, Löwe, Schütze, Widder. Eventuell geht es hier auch um Menschen, die in diesem Zeichen geboren sind. Ansonsten ist der Magier für mich auch durchaus, ja, ich glaube, eigentlich mit Widder-Energie verbunden. Auch Feuer, Widder. Der Löwe zeigt sich aber auch gerne, ja. Also der Löwe ist für mich auf jeden Fall auch ein Magier. Er steht im Mittelpunkt oder kann im Mittelpunkt stehen, hat manchmal auch das Bedürfnis, ist aber auch auf der anderen Seite ein Manifestor, jemand, der andere zum Beispiel auch unterhalten kann, führen kann, der sich durchaus gerne mal in den Mittelpunkt stellt. Vielleicht ist das auch etwas, was du jetzt lernst, ja, dass du auch auf dich selbst stolz sein kannst mit dem Löwen, der auch durchaus ein stolzes Sternzeichen ist. Okay, dann haben wir hier zweimal die Muschel. Ja, sehr passend, ne? Da ist etwas.
Verborgenes, vielleicht sogar zwei Themen, zwei Fähigkeiten, zwei entscheidende Erkenntnisse, die hier zu dir kommen. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Okay. Also ihr habt ja auf jeden Fall mit irgendeiner Art von Zuwachs zu rechnen. Neue Fähigkeiten, die ihr erlernt oder die ihr entdeckt in euch. Okay, dann haben wir hier noch Zahlen, und zwar einmal die 3, die Herrscherin. Ja, sehr passend, ne? Zum Herrscher kommt die Herrscherin, Ausgleich männlich-weibliche Energien. Auch bei euch könnte es nochmal darum gehen, dass ihr das reflektiert. Ja, was bedeutet für euch männlich? Was bedeutet für euch weiblich sein, männlich sein? Inwiefern tragt ihr das in euch selbst? Und lasst es raus oder verwirklicht das? Stichwort Verwirklichung, auch ganz wichtig mit der Rassel, die euch wirklich auch dazu aufruft, hier euch selbst zu verwirklichen, ja. Also mit der Rassel habt ihr sozusagen gar keine andere Wahl mehr. Das ist so, diese Kraft, auch mit dem Magier hier, ist dieser Wunsch, diese Kraft in euch so stark, dass ihr das dann in Angriff nehmt, ja. Ihr könnt gar nicht anders. Ja, dass es hier um einen positiven Fortschritt geht, kann man auch sehr schön daran erkennen, dass wir hier die 1 haben, wir haben die 2 und wir haben die 3. 1, 2, 3. Auf die Plätze, fertig, los, könnte man sagen. Die 2 ist außerdem die hohe Priesterin, die sehr gut angebunden ist nach oben, ja, zur geistigen Welt. Die Herrscherin wiederum bringt dann das zur Welt, was hier durch die hohe Priesterin sozusagen gechannelt wurde oder zu euch gekommen ist. Ja, also sie ist sehr erdverbunden, sehr, man sieht das auch auf der Tarotkarte, sie sitzt in der Natur. Gebiert etwas, ist oft auch schwanger, geht schwanger mit einer Idee und die bringt ihr jetzt auf die Welt. Sehr, sehr, sehr kraftvolle Energien, ihr Lieben. Huch. Dann haben wir hier das Herzchakra. Da möchte sich etwas öffnen, etwas heilen. Vielleicht möchte hier auch nochmal ein alter Schmerz rausgehen, den ihr jetzt einfach überwunden habt. Falls du gerne meditierst, ist das Herzchakra jetzt für dich besonders empfänglich, auch für alle anderen. Ja, kann hier etwas heilen im Herzchakra, in deiner emotionalen Welt sozusagen. Liebe, Selbstliebe sind hier Stichwörter. Okay, und wir haben hier nochmal das Herz mit der Blume in der Mitte. Hier möchte etwas aufblühen. Die Chakren werden manchmal auch als Blumen dargestellt, ich glaube, in der Regel sind es Lotusblüten, die dann aufgehen. Und dieses Herz erinnert mich immer so ein bisschen daran, dass hier etwas aufgehen möchte, etwas erblühen möchte. Eine Fähigkeit in dir, die Liebe zu dir, für manche vielleicht auch die Liebe zu einem anderen Menschen. Wir haben hier das Herz. Ist möglich. Ich habe ja aber für diesen Stapel das ist eher eine spirituelle Geschichte mit der Rassel, also eher etwas, was wirklich euch betrifft und eure Seele, eure Entwicklung oder die Seele, die Entwicklung des Menschen, nach dem ihr hier fragt. Aber vielleicht fragt ihr nach jemandem, der euch sehr hier am Herzen liegt. Yoda lässt grüßen. Okay, ja, vielleicht bereitet ihr euch hier auch auf eine neue Liebe vor, ja, vielleicht habt ihr eine ältere Beziehung beendet mit dem Tod, und macht euch jetzt bereit sozusagen für eine neue Liebe auf einem höheren Level, auf einem energetisch höheren Level. Kann sein. Dim, dim, dim. Sehr interessanter Stapel. Okay, aber wie gesagt, auch sehr, ja, sehr kraftvoll und sehr positiv. Also, ich weiß nicht, ob ihr die anderen Stapel gesehen habt, die waren deutlich herausfordernder. Ich habe den Eindruck, dass es hier, ja, das kann auch herausfordernd sein, aber es ist trotzdem, die Energie ist sehr auf Aufstieg und sehr positiv. So, okay, wir haben das S hier als Buchstaben, dann noch ein S. Dann haben wir nochmal das doppelte M, okay. Doppelte Buchstaben können wichtig sein, S und M besonders betont hier. Das können Buchstaben sein von Personen, Orten, Worten. Wir haben das G, wir haben das A, wir haben das Z, das U und das H. Vielleicht laufen euch diese Buchstaben auch vermehrt über den Weg oder es ergeben sich Wörter und Abkürzungen, die für euch besondere Bedeutung haben.
Guck mal gerade, ob ich. Nee, mir kommt hier gerade nichts. Vielen Dank nochmal an alle, die sich immer die Mühe machen, hier unter dem Video zu kommentieren und für uns hier die Möglichkeiten auszuloten. Ja, nee, ich bin da gerade nicht, weil nicht, das Gehirn will nicht. Ich lasse das mal, ihr Lieben. Ihr seid da durchaus besser und schneller als ich. Ich hätte aber gerne noch aus dem Angels und Ancestors ein oder zwei Botschaften für die Menschen, die sich hier für diesen Stapel entschieden haben. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ihr braucht nicht unbedingt, also mit der Magierenergie hier und der Rassel könnt ihr euch sehr stark auf eure eigene Führung verlassen hier. Und auf eure Intuition. Ihr wisst, glaube ich, sehr genau, was zu tun ist. Und ganz besonders auch, welche Schritte ihr gehen sollt. Und wenn das jetzt noch nicht der Fall ist, dann wird das bald der Fall sein, ja. Also der Ritter der Münzen ist auch jemand, der, ja, der weiß, wo es lang geht. Sehr spannend. Was haben wir hier? Da kommt die Medizin, Mutter oder Medizinfrau. Ja, Ehre, dein inneres Wissen. Ich sag's noch, ne? Ihr braucht hier kein weiteres Orakel oder keinen weiteren Ratschlag. Ihr wisst selbst sehr genau, was zu tun ist. Und ja, es ist spannend. Es ist spannend, ne? Hier, sie ist auch im Grunde wieder der Counterpart, zum Herrscher. Also starke weibliche und männliche Energien, die ihr, glaube ich, jetzt integriert hier mit dem Magier. So würde ich das interpretieren. Und ihr habt das innere Wissen, um für euch Karten zu interpretieren, Zeichen zu interpretieren. Auch nochmal, wie gesagt, der Hinweis darauf, dass ihr inneres Wissen zu euch kommen möchte, was vielleicht noch nicht ganz klar da ist. Achtet da wirklich drauf. Da möchte eine Erweiterung reinkommen. Ihr wisst im Moment auch am besten, welche Medizin euch gut tut, also welche Energien euch gut tun, welche Tätigkeiten, was ihr braucht. Das muss ich euch nicht erzählen. Vielleicht wart ihr in der Vergangenheit unsicher. Das ist jetzt aber vorbei. Es gibt in dem Deck, glaube ich, auch. Nee, das ist ein anderes Deck. Da gibt es diese Karte, du bist das Orakel. Und das ist für euch jetzt, glaube ich, auch so die Energie. Ihr seid das Orakel, ihr seid der Magier, ihr seid die Magierin oder werdet es zumindest sehr bald sein hier mit der Rassel. Und das kann ein bestimmtes Berufsfeld betreffen, aber wie gesagt, auch eure eigene Entwicklung oder eure spirituelle Arbeit solltet ihr auch in dem Feld tätig sein. Sehr, sehr kraftvoll, ihr Lieben. Ja, Mutterenergie kommt hier auch noch mal rein. Vielleicht gibt es da eine Vorfahrin, die euch hier unter die Arme greifen möchte. Eine weise Frau aus eurer Ahnenlinie, auch gut möglich, ne? Auch gerade mit dem Tod hier. Kann gut sein, dass dann noch mal eine Kraft von euren Ahnen, ist das ein Wort, ich glaube, hier reinkommen möchte. Sehr, sehr spannend. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet mit dieser Botschaft hier was anfangen. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, nächste Woche wieder. Am 20. ist ein Portaltag und Vollmond im Widder. Da wird es auf jeden Fall eine Live-Legung geben und auch eine Meditation. Nähere Informationen lasse ich euch hier nochmal zukommen auf YouTube, dass ihr Bescheid wisst, wie, wann, wo, was genau. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Und ja, bis dahin, ich bin gespannt, was ich hier für euch zeigen möchte. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Und ja, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.